die auch noch? Kommt der auch noch an, der Vogel? Au! Die geht doch sonst noch drauf. Da machen wir lieber nochmal. Wo war der weg? Wo war der weg, die Beschießung? Eine klassische Beschießung machen wir da. Speichern. Rinder. Magisches Auge aktivieren. Oh, die kommen nämlich schon. Zuerst der Rote natürlich. Wow, Zwiebel da rein. Kommt bestimmt nicht bis dahin hin, ne? Nee. Ein zu früh natürlich abgefeuert jetzt. Der kommt da jetzt hin? Ich will es nicht riskieren, dann lieber noch einmal warten. Roten werden wir nicht so schnell schaffen. Da haben wir zu wenig Schaden. Jetzt einfach hier irre durchlaufen will ich auch irgendwie nicht. Und immer noch nicht. Oh, nee, das wird, glaube ich. Aber was mich jetzt interessieren würde, ist, wenn wir jetzt rausgehen. Nichts wie raus. Und jetzt wieder reingehen. Ist er jetzt wieder hinten? Ja, das ist schon mal gut. Resettet sich denn auch sein Leben? Oh, es wird ein langer Weg, aber ich denke mal, so schaffen wir das zumindest. Wenn wir die Runde jetzt grün noch wegbekommen, wäre ich schon fast zufrieden. Aber er resettet das Leben. Das ist jetzt gar nicht cool. Das ist nicht gut. Wir können ja nochmal wiederkommen. Dann brauchen wir noch irgendwie. Was reagiert denn noch auf die? Sie da vielleicht auch mal drauf schießen kann. Seele, Geist, Körper wird wahrscheinlich alles nichts bringen. Schwierig. Oder wir lassen immer nur die Roten aus. Machen immer die Grünen. Die Grünen sind dann wirklich nicht ein Problem. Jo. Weg. Dann kommt der Rote. Schnell weg. Gucken, was hier am Ende des Ganges ist. Es sind zwei Rote. Sehr toll. Blauer und Grüner. Könnte man schaffen. Nur ein Katze. Hätte ich nur gerne hier hinten alles so weit frei. Dass man nichts von hinten in den Rücken. Guck mal, da ist eine Statue.
Wem soll das denn nützen? Dir vielleicht, wenn das ein guter ist. Nö. So, kommt mal her. Das hier. Da. Ist schon ein Katze, aber kümmere dich drum. Na, ob die Männer noch lang für den Baum? Oder jetzt mal um die Ecke kommen, bitte. Werde den wahrscheinlich noch nicht treffen von da. Ich gründe natürlich gleich dran. Schade, dass ich nicht hier rüber über den springen kann. Das wäre gut gewesen. Ah, jetzt ging es auf dem Grün. Das wollten wir eigentlich nicht. Ja, ich glaube, da treffen wir den Blauen. Boah, der zwiebelt aber auch rein. Alter Verfalter. Boah, wir haben ihn. Wir haben ihn. Gut, gut, gut. Müssen wir bei denen irgendwas machen? Nö, ne? Irgendwie mit denen oder mit denen oder mit denen oder mit denen? Nö. Schade, schade, schade. Ich glaube auch, dass wir in die Höhle runter müssen. Und restliche Mana nochmal verballern. Jetzt hat er keine mehr. Ein Mana-Trank nur. Schön, toll. Ich dachte, jetzt endet das wieder so, dass es genau nicht langt, die Mana. Aber hat ja noch. Ich weiß noch nicht genau, wie stark unten die Medusen sind. Ob wir einfach nach unten flüchten. Und die Plups sein lassen. Ihr könnt nochmal heilen. Heilen mal bitte. Schnell ausweichen. Hier lang. Das tat mir sogar selber weh. Das habe ich mitgefühlt. Da ist der Rote. Direkt tot, das kann nicht sein. Nein, wir hauen den aber auch kurz raus. Jawohl, so ist doch gut. Da war ja nichts. Müssen wir besser aufpassen, mal auf alles. Sie kann nochmal das magische Auge machen. Die anderen Zauber bringen ja auch im Moment gar nichts so viel, weil wir ja eh nicht treffen und nur mit den Zaubern werden. Hier ist das Ding nach unten. Statue. Wem soll das denn nützen? Oh mein, Körperresistenz plus 1. Einfach nur ein Umhang. Die Resistenzkörper könnten wir dir geben und den Rest in Gold. Sammeln wir alles natürlich ein. Wir haben auch gar nicht mehr so schlecht Gold. Das Schwert hatten wir schon mal, da haben wir ein besseres. Dann ist hier jetzt auch eigentlich nicht mehr so berauschend irgendwas. Von hier kamen wir. Das haben wir schon entdeckt.
einer Katze, aber kümmere dich drum. Getränke habe ich immer noch nicht. Bam, 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 bam. Schnell, bevor der uns beschießt, hier rein. Das ist ein grüner noch, ein blauer noch. Gut ausgewichen. Nicht nochmal schießen, bitte. Kannst du dich auflösen? Ja, gut, danke. Hier diese Schriftrolle mitnehmen. Was ist das? Tagebucheintrag? Weiß ich nicht, ob das ein Quest-Relikband ist. Ausweichen. Oh, Hilfe! Natürlich vergiftet. Toll. Soll mich das jetzt beeindrucken? Kann mir mal jemand helfen? Scheiße, jetzt darf hier keiner mehr getroffen werden. Soll mich das jetzt beeindrucken? Oh, erstmal kurz raus. Wir können ja nochmal wiederkommen. Das müssen wir wohl auch nochmal wiederkommen. Hä, aber der ist doch auf. Ist der nicht vergiftet? Ich dachte, der wäre vergiftet. Lul. Naja. Rennen wir mal kurz. Hey, ich hab Hunger. Du hast Hunger? 5 Rationen kostet das hier? Oha! Müssen wir jetzt erstmal schauen, wie wir in die Stadt kommen. Den Golems will ich mich auch wirklich nicht anlegen, ne? Mahlzeit! Ja, können die auch einfach mal austesten. Hier wollten wir nicht hin. Wollen wir da hin? Nö. Ja, wollen wir auch nicht hin. Geht's hier hin? Zum Stall. Okay. Und da? Ist da vorne ein Wirtshaus vielleicht? Oder welche vom Grund drehen wollen? Vorübergehend. Naja. Kann man ja mitnehmen. School of... Aha. Wollen wir das wirklich? Nee. Hier ist eine Zaubererschule. Ah ja. Tür. Stimmt. Die lässt einen direkt sterben. Ist das... Hä? Ich hab gerade eigentlich davor einmal gespeichert, meine ich. Egal, wir können die auch einfach... hier nochmal hochholen. Wie geht's dir so? All parts together and properly assembled for me to animate it. Sonst erkennt man ja, okay. Jetzt auch der Untertisch zwischen Zauberer und Magier und Kampf. Magier hat ja gar nichts damit zu tun, ne? Das ist ja nur Bogenschütze. Naja, dann brauchen wir hier auch nichts. Dann brauchen wir hier nichts von. Wohnen könnten wir jetzt.
müssen wir zurück zum Port, würde ich sagen. Wir mal gucken, wo wir hier zum Gasthaus mal kommen. Ein paar Äpfel holen. Wo kommen wir denn hier hin? Ist halt auch nur irgendwie so ein Megaturm jetzt. Ich glaube nicht, dass wir da irgendwas Besonderes können. Wir werden nur mal eine Kneipe jetzt finden. Was bist du denn? Die beste Heilung, die man für alles Gute. Das ist nur heilen. Die beste Heilung, die man für Gold kriegen kann. Alles Gute. Boah, haben wir den schon genutzt? Weiß ich nicht. Was ist das hier vorne? Bestimmt keine Kneipe. Haha, dann kommen wir halt später wieder. Überzeugt er davon, dass wir später wieder kommen? Willkommen in der Gilde des Wassers. Aufladen? Manche magische Artefakte haben einen begrenzten Vorrat an Ladung. Dieser Zauber kann verbrauchte Ladung erneut, allerdings wird der maximale Vorrat an Ladung bei jeder Anwendung des Zaubers permanent um 50% minus 1% pro Fähigkeitswert in Wassermagie reduziert. Ah ja. Später nicht schlecht. Dann kann man immer stabil mit dem Zauberstab rumlaufen. Nicht ganz verkehrt, würde ich sagen. Stadtportal. Ab Meister möglich. Oh, dann machen wir Wasser auf jeden Fall hoch. Stadtportal finde ich persönlich sehr wichtig. Also sehr vorteilhaft. Was heißt wichtig? Und spart natürlich dementsprechend auch ein bisschen Gold. Was ist denn hier jetzt? Unsichtbare Mauer? Toll. Aber auch komplett, ne? Komm, ich hab wohl doch noch nicht längs. Egal. Aber die Kneipe finde ich jetzt immer noch nicht. Ist hier vielleicht gar keine Kneipe? Das Ganze haben. Dass hier vielleicht gar keine Kneipe ist. Vorne liegen noch Erze rum. Was ist da? Das ist nur so ein Turm. Da ist wieder so eine Prüfung. Kein Bock auf die Erze. Das mache ich irgendwann, wenn ich fliegen habe. Dann hole ich mir die auf jeden Fall. Gut, das habe ich eigentlich gleich alle ausprobiert, ne? Hab ich auch schon mal ausprobiert, meine ich. Oh, hier kommst du nicht zurück. Toll. Sind die böse? Die sind böse, ne? Ja. Die sind böse. Und da ist auch der Stärkere bei. Aber den schießt man nicht ganz gut weg. Sollten wir schaffen. Lebt noch die Runde, dann kriegst du einen Heal. Ja. Ja gut, komm, hau ihn doch weg. Na, natürlich muss er noch einen umhauen. Das war so klar. Hä, wie hat er das denn noch überlebt? Kann er doch gar nicht überlebt haben.
Wie lange lebt er denn jetzt noch? Hä? Oh nein. Oh, Hilfe! Das schaffen wir schon. Oh nein. Ey, was ist das? Der hat doch nicht. Der hatte doch nur noch. Der hat doch fast gar kein Leben mehr. Der hatte doch fast gar kein Leben mehr. Hauptsache noch nebenbei nochmal kurz Geld mitnehmen. Ja, schieß auf den durch Berg. Ja, genau auf den hätte ich auch geschossen. Er macht den nicht weg, ne? Jetzt macht er ihn weg. Guck mal, da haut er jetzt fast beim ersten, bei der ersten Runde den runter, ne? Überhaupt kein Problem! Überhaupt kein Problem, sagt er, nachdem die Gruppe fast gestorben ist. Auch nicht schlecht. Im Nahkampf haut er den nicht. Hauen wir den nicht gut weg, ne? Könnte natürlich sein, weil die irgendwie in der Luft sind, dass sie da nicht so ganz so gut rankommen oder so. Weiß ich nicht, ob das da mit einspielt. Muss ich da hoch? Was ist denn da oben? Also in der Gegend ist Fliegen halt Gold wert, ne? Ist halt wirklich Gold wert in der Gegend. Komm schon. Gottes Eingriff, Zauberbuch. Aha. Da vorne sind auch wieder so eine Vögel, ey. Vögel. Soll mich mal in Ruhe lassen. Die Vögel. Scheint hier keine Kneipe zu geben. Komm, dann gehen wir da jetzt so rein. Bevor wir jetzt hier wieder rumdümpeln. Wir können aber auch nicht rasten, ne? Oder ist das hier günstiger vielleicht? Ist das hier nicht 5 kostet? 2, guck mal. Hier noch eine Knacken. Spiel speichern, speichern. Den mitnehmen. Was ist das? Es ist... Erdresistenz. Nehmen wir mit, nehmen wir mit. Bild nehmen wir auch mit. Wo war der Port? Ja, jetzt ist er da. Trinken wir aus dem Brunnen oder vergiftet der? Erfrischend. Freut mich. Komische Typen, die beiden Golems da. Verstecken sich, glaube ich, ein bisschen vor der Arbeit. Ich glaube aber, du wirst für den oberen Bereich jetzt komplett erforscht haben mit den mit den Schleim. Oder halt auch gar nicht. Ich würde die Schleime echt gerne wegmachen, aber die sind viel zu stark. Könnte man rein theoretisch mit dem Zauber Stein zu Fleisch, der ja Versteinerte wieder normal macht. Soll mich das jetzt beeindrucken? Die Zwerge vielleicht wieder normal machen halt. Und steinern. Das wäre eigentlich eine ganz coole Sache. Stimmt nur, wenn man ein Großmeister ist oder so. Und wir haben ja auch noch die eine Schriftrolle bekommen, ne? Irgendwie ist das Spiel gerade recht langsam.
sich das gleich auffängt oder so. Oh, wenn die jetzt da ist, das Tagebucheintrag. Ist wahrscheinlich auch wieder auf Englisch, ne? Jo. Gehen wir gleich mal runter zu den Medusen. Hier waren wir ja. Gehen wir jetzt mal runter zu den Medusen. Die Höhle müsste... Ah, oh, die rechte Seite würde ich komplett schon haben. Weiß ich noch nicht. Soll mich das jetzt beeindrucken? Boah, der hat ganz gut reingeziebelt. Aber hier waren wir überall. Brauchen wir nicht mehr gucken. Eigentlich, glaube ich, können wir jetzt runter zu den Medusen. Warum ist er denn down? Kann ich auch einfach laden. Quick Save laden. Muss ich da nicht wieder hinlaufen? Aber das war der falsche Speicherpunkt. Naja. Nee, das war der richtige. Ah, doch. Den wollte ich haben. Ist hier noch was? Nee. Die Statuen haben ja nichts irgendwie bei sich oder so, ne? Dass einige Statuen vielleicht was bei sich haben. Zieht der Sprung hier rüber, den und das nehmen und wieder weg. Wie ein richtiger Profi, würde ich sagen. Au! Hier könnte aber noch was drin sein. Da ist sogar auf jeden Fall was drin. Keine Ahnung. Wem soll das denn nützen? Niemanden, aber wir nehmen das trotzdem mit. Daumen. Hier waren wir noch nicht. Anscheinend. Treff nicht. Oha, was ist denn hier? Und was ist... Oh nein, nicht... Oh, jetzt kommt doch nicht hier hinterher. Es braucht richtig lange zum Teil. Lass mal gleich neu starten, vielleicht geht das dann ein bisschen besser. Aber was ist hier los? Oh, die muss natürlich drauf gehen jetzt. Musste natürlich jetzt nochmal drauf gehen. Von hier kommen wir. Da kann man rausgehen. Das müssen wir nochmal öffnen. Ganz nett, aber unnütz. Ich feiere das auch gar nicht, dass wir die Schleime auslassen müssen, aber wüsste nicht, wie wir die schaffen sollen. Ich hoffe auch, dass es später noch so einen Waffenverzauberung gibt. Auch für Pfeil. Boah, da bin ich aber gut ausgewichen. Dass wir dann vielleicht Feuer auf die Pfeile machen können. Und somit dann auch die Plups mit dem Bogen wegmachen können. Ich denke, das wäre recht sinnvoll. Wenn sowas gibt. Au!
Mich schießen. Und hier. Wo geht's denn überhaupt mal runter jetzt? Oh, da bin ich wieder gut ausgewichen. Wo geht's denn jetzt mal runter hier? Echt die Clubs, ne? Jemand helfen? Helft dir doch gleich, wenn wir hier safe sind. Hier sind wir doch safe. Ich glaube, ich starte kurz mal das Spiel neu. Das hakt mir gerade viel zu viel. Ich hoffe, das liegt nicht an dem Patch, den ich dazu gemacht habe. Nee, später aktualisieren. Aber auch schon wieder ganz gut Stunden hier drauf auf dem Spiel. Das verbraucht aber auch echt viel Stunden. Zehn Stunden gespielt, hat fünf Stunden gespielt. Na? Okay. 3DO. Lädt immer noch recht lange. Oder hat sich das komplett aufgehangen? Nee, gut. Dann wollen wir mal die Medusen weghauen. Die ollen Viecher. Sagen, kann ich nicht weitergehen? Ah, da kommen welche von da. Hoffentlich keine Plups. Glaube aber irgendwie schon. So. Ganz nett! Gürtel ausreichend plus ein. Habt ihr alle schon Gürtel? Du hast noch kein Gürtel. Resistenz. Ah, du hast aber grün. Kriegst du den? Du hast nur einen normalen, ne? Ja. Ganz nett, aber unnütz. Alles da rein. Gold, 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 Gold. Ganz kennen. Nett. Aber was ist das? Erdresistenz. Oh, nicht schlecht. Da könnten wir das dir mal geben, wahrscheinlich. Wem soll das denn nützen? Ganz nett. Aber unnütz. Stärke plus 3. Hier. Ganz das ist für unseren Krieger. Aber unnütz. Bam. Sonst haben aber alle einen Gürtel. Du hast noch keinen Gürtel, dann kriegst du doch einen Gürtel. Die hat nämlich noch so eine abgeranzte Kette. Erdresistenz oder Feuerresistenz? Dann lieber die Feuerresistenz. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Gut, spiele Spellron. Na, wo sind die Medusen? Da. Versteckt sich aber auch ganz schön. Ich hoffe, die versteinert mich jetzt nicht. Echt stark. Und Feuerresistenz, würde ich sagen. Nur ein Katzer. Oben geht nur mit Feuer, hier unten geht nicht mit Feuer, geht gar nicht. Oh, jetzt haut die ab.
Komm doch jetzt her, du kannst ja von da auch nicht treffen. Komm doch her hier. Komm, auf nahe Distanz dann vielleicht. Ist zwar nur ein Kratzer, Dau, aber kümmere dich drum. Au! Ich will mal wissen, wie viel der Zauber von ihr hier Schaden macht, der habe ich nicht gesehen. Soll mich egal, das jetzt kriegen wir doch weg. Solange es nur bei einer bleibt. Dau. Ist zwar nur ein Kratzer, aber kümmere dich drum. Oh, heilen. Oh, hau die doch mal weg. Weil irgendwas kommt hin, mich auch noch in die Nähe. Aber ich sehe hier nichts. Und ich meine, dass später auch noch mehr von den Medusen kommen. Ist zwar nur ein Kratzer, aber kümmere dich drum. Oh, lass nicht drauf gehen. Ich habe auch noch nicht voll gebufft, ne? Das muss ich auch nochmal danach machen. Heldentum können wir trotzdem nochmal machen. Ah, mach doch. Hat das jetzt Schaden gemacht oder nicht? Ich habe schon wieder nicht drauf geachtet. Na, das ist ja toll. Oh, jetzt ist er tot. Obwohl ihr besiegt worden seid, soll heute nicht der Tod euer Schicksal sein. Wie bin ich denn jetzt gestorben? Ins Land der Lebenden zurück. Es warten noch viele Prüfungen auf euch. Hä? Hat die jetzt alle versteinert vielleicht? Was war das denn jetzt? Warum bin ich denn jetzt gestorben? Ich hab's jetzt wirklich nicht verstanden. Aber irgendwie lädt er jetzt auch gerade nicht mehr so schnell, ne? Das Spiel. Ich weiß noch nicht, ob ich den Patch drauf lasse. Komplett. Vielleicht nehme ich den auch nochmal runter. Huch, wer sind Sie denn? Ein Golem? Mhm. Was soll der denn von uns? Spieladen. Machen ja jetzt nicht von hier weiter, ne? Oh, von da machen wir weiter. Gehen wir da jetzt nochmal rein? Können da ja auch schnell durchlaufen. So ist es ja nicht. Wir müssen ja nur da soll ich den Aufzug machen, sabotieren. Löst das Geheimnis, wie man sabotiert den Aufzug, ja, wissen wir. Rettet die Zwerge aus dem roten Zwergenmin und kehrt dann zum Zwergenkönig Steinstadt im Tal der Hügelgräber zurück. Ja, aber wie rette ich die denn? Habe ich dafür irgendwas bekommen? Keine Ahnung. Da passt nichts mehr rein. Habt ihr denn schon wieder so volles Inventar? Nur mit Müll. Würde nicht mehr sinnvolle Sachen haben oder so?
Plattenrüstung, die ich schon seit Anfang des Spiels hier drauf warte. Ganz nett, aber unnütz. Ach, ich kann auch nicht alles. Hä? Was soll das denn sein? Du könntest eigentlich mal doch die Hufeisen naschen. Und dann die Fee. Hat er die? Nee, hat die gar nicht genascht. Jetzt hat er sie genascht. Dann können wir nämlich die Erkennungsfähigkeit ein bisschen höher machen. Ich hoffe, das langt für den Stab vielleicht. Wem soll das denn nützen? 41 Aufladung. Sehr schön, dann kriegst du mich du, wenn wir gegen Clubs kämpfen müssen. Das Geld nehmen wir uns mit. Trotzdem muss ich jetzt kurz mal nachforschen, wie wir gegen die Medusen vorgehen. Ob wir da durchlaufen oder ob wir vielleicht gar nicht da rein müssen. Das kannst du ja auch haben. Wo ist denn die Quest? Die ist wahrscheinlich bei Desert vielleicht. Nee, wir können ja auch einfach zu... Teleporter. Red war die Minen, da. Lift zur untere Ebene. Gegenstands... Hä? Muss ich hier gar nicht hin? Ich muss hier doch hin, oder nicht? Doch, ich denke schon, dass ich da hin muss. T1. Aufgaben. Ist das bei Aufgaben? Ja. Barkhart Desert da. Finde, hört auf und bringen sie zum Multi. Beförderungsquest Hexer. Beförderungsmission Hexer. Hexer. Das ist sie nicht. Im Tal. Wo ist denn Tal? Tal der Hügel. Da. Befreie die Zwerge. Okay. Befreie die Zwerge in Redcraft Mine in Barkhart Desert. Nimm du das Elixier, welches du vom Zwergenkönig erhalten hast, wir haben Elixier bekommen. Das wäre nicht schlecht gewesen, hätte ich das gewusst. Erhalten hast, verwendet Zwerge sind von Medusen zu Stein verwandelt worden. Kehre dann zurück zum Zwergenkönig. Okay. Müssen wir nur wissen, wer das Elixier hat. Dann müssen wir nämlich hier noch gar nicht unten hin. Ich glaube, wir sabotieren das aber trotzdem. Doch, das sabotieren wir. Wir laufen da jetzt hin. Das soll hier ja sein. Okay. Abfahrt. Ich glaube, wir sterben jetzt. Nehmen wir mit. Wer hat denn überhaupt das zum Sabotieren? Er hat das. Da nicht hin. Oh. Boah, die sind aber auch ist heftig stark, ne? Soll mich das aber jetzt beeinflussen? Oh, versteinert, scheiße. Wir wollen doch erstmal nur wissen, wo das ist. Wo wir gleich gezielt hinlaufen. Ich mach das schon. Noch einer versteinert. Oh, Gold. Wir sollten woanders rasten. Ja, doch, das sollten wir definitiv. Ist das hier? Na, doch, da. Da müssen wir hin, okay. Das schaffen wir. Ich habe mir den Weg auch nicht gemerkt. Habe ich echt nicht, glaube ich. Und alle Gegenstände mitnehmen auf dem Weg. Und Kopf runter, weil wir haben ja gelernt, nie in die Augen gucken, ne? Dann versteinern die einen. Über das hier aufgemacht. Wem soll das denn nützen? Folgensprechrolle nur, Wachen, Trag, trotzdem und weiter. Und weiter, immer weiter, immer weiter, immer weiter. Du hast das hier. Au! Lasst uns abhauen! Scheiße, die ist tot.
Egal. Nicht so wild, nicht so wild, nicht so wild, nicht so wild. Was ist hier? Wo ist der Ausgang? Wo ist der Ausgang da? Mal schauen. Das Gold zahlen wir einfach für die. Zahlen wir einfach. Dürfen wir uns jetzt nur nicht nochmal umbringen. Und ich muss den richtigen Weg gehen. Und ich glaube, das gehe ich gerade gar nicht. Ich gehe wirklich nicht den richtigen Weg. Ich gehe nicht den richtigen Weg. Scheiße. Oh, die Kackblubs, ne? Die gehen mir auch so auf den Senkel. Und die Medusen sind einfach viel zu stark, ne? Viel zu stark. Aber irgendwann, wenn wir stärker sind, gehen wir nochmal zurück und dann kriegen die Richtigkeit ab. Hier ist doch irgendwo der Ausgang da. Hier ist der Ausgang, ja. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Yippie! Jetzt ist mein Puls aber auch ein bisschen hochgegangen. So. Da ist wohl noch irgendwo ein Blub. Scheiße, müssen wir schon zwei wieder beleben. Dass die aber auch direkt down sind dann, ne? Manchmal. Weiß ich nicht, ob das so gerechtfertigt ist. Lasst uns abhauen. Haben wir vielleicht einen Wiederbelebungszauber? Das wäre ja mal nicht ganz verkehrt. Tagebucheintrag. Ne, haben wir nicht. Schade.